Hallo! Hi zusammen! Herzlich willkommen bei den Dice Brothers, dem YouTube-Channel von Blockspiele.de. Heute wieder mit dem Yogi und dem Dan. Und worum es heute geht, es geht nur angezockt. Um unser letztes Wochenende. Mehr gleich. Ja, da sind wir wieder. Wir waren nämlich auf einem Brettspielwochenende. Richtig, in der Weltstadt Bocholt. Ja, in der Weltstadt Bocholt. Entschuldigung an alle, die aus Bocholt kommen, Verzeihung. Aber das ist für uns als Stadtkinder irgendwie, es wird... In einem herrschaftlichen Anwesen. Ja, das so gefühlt auf dem Bauern. So eine Art Bauernhof mit Ferienwohnung waren wir. Aber Bauernhof trifft es auch, weil man fährt so dahin und es werden immer weniger Häuser und immer weniger Häuser und man fährt über... Straßen, wo keiner mehr entgegenkommt und Felder und du wirst morgens im Hahnenschrei geweckt. Das ist hier mitten in Düsseldorf, kann ich schon mal sagen, nicht so typisch. Ja, das stimmt. Hier in Düsseldorf hast du auch nicht so wenig Geräusche nachts um dich rum, obwohl, naja, ich sag mal... Andere. Ja, also wir waren auf einem Brettspielwochenende. Der liebe Brettspiel-Teddy hat ja quasi organisiert und einen Bauernhof organisiert, wo, also Grüße gehen erstmal raus an dich, Olli, und auch an Anna, wo einige kleinere Kanäle und Content-Creator zusammengetroffen sind, plus der ein oder andere Zuschauer und ja, Bekannte hat sich auch dazu gesellt. Ja, den Moritz Schuster, ein Spieleautor, hatten wir auch noch zwischendurch da. Und ja, da haben wir einfach ganz locker flockig mal das Wochenende weggezockt. Eigentlich muss man sogar dazu sagen, wir waren bei den ersten Wochenenden, die gemacht haben, noch gar nicht dabei. Wir sind zusätzlich eingeladen worden. Das muss man einfach sagen. Wir haben uns einfach eingezeckt. Ja, voll gut. Ja, das würde ich so nicht sagen. Also ich habe mich sehr gefreut, dass wir mitkommen durften und wir haben die Gelegenheit genutzt. Ich war nur so teilweise dabei, wobei es mehr war als ursprünglich gedacht. Ich hatte dann Olli irgendwann geschrieben, so, ey, ein ganzes Wochenende, sorry, geht nicht, ne, familiäre Verpflichtungen und so und Frau samstags arbeiten, ich muss auf die Kinder aufpassen. Ja, und dann habe ich aber dann von meiner Frau genehmigt bekommen, dass ich freitags, wenn sie Feierabend hat, schon mal nach Bocholt kacheln kann und Freitagabend wenigstens schon mal ein bisschen mitzocken kann. Was ich sehr nett fand. Und Samstag, als ich dann Feierabend hatte, durfte ich dann auch wieder nach Bocholt fahren und sogar die ganze Nacht da verbringen und bis Sonntagnachmittags da noch bleiben. So sieht es ziemlich aus. Also ich habe da doch auch das ein oder andere noch mitnehmen können. Auf jeden Fall. Ja, und weil es so eine Menge an Spielen waren, die auf den Tisch kamen, haben wir uns überlegt, dann machen wir doch einfach ein kleines Gezockt-Video dazu, was nur dieses Wochenende betrifft. Hat den Vorteil, dass wir jetzt sehr gebündelt sehr viele Spiele gespielt haben und was dazu sagen können. Hat den Nachteil, wir besitzen natürlich nicht alle Spiele, die wir gespielt haben. Das heißt, wir können jetzt nicht jedes Spiel einfach in die Kamera halten. Das heißt, wir müssen jetzt ausnahmsweise, ja, ich weiß, das ein oder andere Cover einblenden, ohne das Spiel physisch. Machen wir ungern, aber geht nicht anders, weil ich habe jetzt auch nicht spontan alle Spiele direkt besorgt davon, ehrlicherweise. Aber wie dem auch sei. Fällt mindestens eins auf der Liste auf, was du bestimmt hast, was wir aber nicht rausgesucht haben. Das könnte sein. Kommen wir gleich nochmal zu. Weiß nicht. Aber ja, ich bin ein alter Mann, ich musste mir auch hier so eine Liste machen hier mit Spielen, die wir gezockt haben oder die ich gezockt habe. Wir haben zwei verschiedene Listen, weil, wie gesagt, der Dan war ja nicht die ganze Zeit da. Deswegen fängt der Yogi auch an. Der Yogi war nämlich Freitag der Erste, glaube ich, der da war. Ja, quasi. Ich war der Erste, der da war. Ich stand alleine, Yogi alleine am Bauernhof, steig aus dem Auto aus und steht mitten am Bauernhof. Ja, und dann keiner da. Kurz wohin? Gefolgt von den Hausis, ne? Schöne Grüße gehen raus. Ja, genau. Und dann kam der Rest so hinterher. Den Royal Poppels, den grüßen wir auch mal. Wir grüßen gleich eh noch einen, den einen oder anderen. Also, ist aber so, ich habe an dem Wochenende, ich habe mir meine Liste gemacht, zumindest meine Erinnerungen, hoffentlich trügen mich nicht, 17 verschiedene Spiele gespielt in den zwei Tagen quasi, die so ordentlich dazu kam. Und erstmal genau freitags, nachdem ich dann nicht mehr allein auf dem Bauernhof rumstand, sondern die anderen dann auch da kamen oder ein Großteil, haben wir uns erstmal zusammengefunden und haben erstmal eine richtig coole Opener-Partie gespielt. Mit allen zusammen haben wir gespielt.
ohne Furcht und Adel. Das habe ich sogar hier, war jetzt nicht von mir selber, aber hier von Hans im Glück, auch schon ein älteres Ding. Von wann ist das eigentlich? Ja, von 2012, aber guck mal, auch schon 10 Jahre im Buckel. Ist aber cool, jeder hat eine Rolle und muss versuchen, 8 Gebäude vor sich hinzubekommen. Das ist gar nicht so einfach, weil man wird dort umgebracht, beraubt, bestohlen und weiß nicht was alles. Sehr witziges Ding. Ist auch was zum reinzukommen, so ein Wochenende war das einfach eine geile Sache. Jo, kenn ich auch. Ist ein richtig geiles Spiel, spiele ich unfassbar gerne. Aber ich war nicht beim Zocken dabei. Ja, richtig. Ne? Also, man muss auch wirklich sagen, wir waren auch Vollbesetzung mit 7 Spielern. Ne? Das ist halt schon ganz cool. Ich glaube, der Carsten, schöne Grüße, hatte sogar die Erweiterung, dass wir sogar mit mehr spielen konnten, dass es sogar die Königin gibt. Ne, das ist aber, glaube ich, eigentlich nur Austausch. Ich meine, das bleibt bei maximal 7 Spielern. Was ich, also, so genau weiß ich nicht. Also auf bei der Fall, Erweiterung, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe es auch zu Hause, ist einfach nur, dass du gewisse Charaktere austauschen kannst. Ne? Ja, genau. Also das war auf jeden Fall das erste Spiel, was auf den Tisch kam. War sehr cool. Und dann ging es auch schon in verschiedene Spielgruppen. Und ich habe dann direkt das nächste Spiel auf den Tisch gebracht. Und zwar Spook Manor nennt sich das. Habe ich noch nie von gehört vorher. Vom Thema her so ein altes Herrenhaus. Wir sind so Kinder und die erkunden quasi tatsächlich so ein altes Spukhaus. Und das ist quasi ein bisschen Plättchen-Legespiel. Also eigentlich nicht nur ein bisschen, es ist eins. Es wird so ein bisschen gedraftet, man kriegt Plättchen, man darf sie eins nehmen und nimmt sie eins und schiebt die restlichen dann weiter links und muss das dann in sein Haus anlegen. Und es ist auch so ein bisschen, wer es vielleicht kennt, wie zwischen zwei Schlössern und so weiter, man muss diese Plättchen halt so anlegen, die haben halt Voraussetzungen. Wenn ein grünes Plättchen neben dem blauen Raum liegt, ein grüner Raum neben dem blauen Raum liegt, dann gibt er Punkte. Oder, ne, oder wenn der Raum keine Nebenräume hat, dann gibt der Punkte. Oder wenn in den Nebenräumen Geister sich befinden, dann gibt das Punkte. Also man muss halt möglichst schlau und gut sein Haus da so ein bisschen zusammenbauen. Ich behaupte übrigens, du hast eine Liste durcheinander geworfen. Du weißt, woran ich das erkenne. Warum? Weil das nächste Spiel, was du gleich hast, das habe ich nicht mitbekommen, wie du es gespielt hast. Und das Spook Manor habe ich gesehen, als ich gekommen bin. Und weißt du was? Das ist total egal. Weil ob ich das jetzt vorher nachgespielt habe, ist total egal. Aber daran erkenne ich halt, dass die zwei Spiele vertauscht sind, ja, in der Reihenfolge, aber ist ja egal. Aber ich... Ja. Sah witzig aus übrigens. Ne? Also ich bin da hingekommen, sah vor allem opulent aus und ich habe noch eure Endabrechnung mitbekommen und habe gefühlt eine halbe Stunde beobachtet, wie ihr irgendwelche Punkte zählt. Ja, muss sagen. Also es war schon eine ordentliche Endabrechnung bei also der Nummer. Also ich fand ich ehrlicherweise auch, das Spiel war sehr, sehr cool. Sieht gut, optisch mega gut und man kann es übrigens auch kaum kaufen, ist nicht zu bekommen. So, gab es natürlich direkt die ersten Google-Versuche nach dem Spiel. ist nicht zu bekommen. Allerdings die Abrechnung, ehrlicherweise, war tatsächlich ein bisschen hartwurstig. Das war sehr kleinteilig, hätte man vielleicht ein bisschen einfacher machen können. Aber gut, weiß ich nicht, am Ende des Tages hat das auch nicht gestört. Ne? Es war einfach ein Plättchen-Legespiel. So. Ja, also wenn es zu bekommen ist, kann ich nur empfehlen, guck erst mal an, Spook Manor. So, dann haben wir gespielt, auch eine Messe-Neuheit quasi, die habe ich auch mitgebracht. Und zwar, nicht wundern, Dan war halt noch nicht da, deswegen bin ich nur am Reden. Alles gut. Und zwar kam Escaping Earth von Adventure auf den Tisch. Das haben wir da bei Adventure bekommen. Da habe ich damals auch den Prototypen mal testen dürfen. Und das fand ich natürlich sehr spannend, wie sich das so spielte. Und hier geht es im Prinzip darum, dass unsere Erde ist mal wieder kaputt, sieht man sehr scheiß Sci-Fi-Thema. Und wir müssen halt ein Raumschiff zusammenbauen, wirklich zusammenbauen, das uns vor der Erde wegbringt. So, und jetzt ist das Blöde. Wir sind natürlich reiche Konzerne oder irgendwie sowas in der Art. Und wir müssen natürlich uns alle zusammenraffen und dieses Raumschiff bauen. Es muss einen funktionierenden Antrieb haben, ein Lebenserhaltungssystem, Wohnungen für Soldaten und ja, im Weltraum lauern Gefahren. Meteoriten, Sonneneruptionen, was das so alles auf einen zukommt. Also muss da auch Verteidigungsmaßnahmen ran. So ein bisschen so Galaxy Trucker-mäßig. Also, das ist nicht wie Galaxy Trucker, aber da baut man ja auch so Kanonen dran. Wer es kennt, vielleicht als Vergleich. Auf jeden Fall immer, wenn man dran ist, zieht man halt immer zwei Plättchen, eins mit einem kaputten Teil und eins mit einem funktionierenden Teil, also so, sagen wir mal so ein Antrieb. Dann mische ich die und ich lege den in das Raumschiff und sage, ja, ich habe den Antrieb schon mal gebaut. So, und dann können die anderen anzweifeln, ob ich jetzt wirklich einen funktionierenden Antrieb dahin gelegt habe oder ob das vielleicht ein defekter Antrieb ist. Also ein Traitor-Mechanismus, ja. So ein bisschen. Warum sollte man das anzweifeln? Denn jeder hat natürlich auch noch sein eigenes Raumschiff.
Und die Plättchen, die man nicht verwendet hat, kann man natürlich für sein eigenes Raumschiff verwenden. Damit man selber mit seinem eigenen Raumschiff auch noch Astronauten ins All schießen kann. Denn wer am Ende die meisten Astronauten im All hat, gewinnt das Spiel. So. Und darum wird dann Ruhm angezweifelt. Entweder dann kommt es halt darauf an, ob es berecht war oder nicht. Dann muss man ihm Sachen abgeben und so weiter. Und das Gemeine ist, das geht nur über 5 Runden. Das dauert nicht lange. Das heißt, wir fanden am Anfang, haben wir nämlich gedacht, so, boah, am ersten Zug, warum soll man da lügen? Ja, aber wenn man nur 5 Züge hat am Ende des Tages, da muss man sich schon sehr gut überlegen, ob man da was Wahres einbaut. Nur, das Dumme ist, es verlieren alle, wenn das Schiff nicht startet in der Mitte. Oh. Cooles Ding. Klingt cool. Cooles Ding. Habe ich auch mal mega Bock drauf. Ist ja auch von iVenture mal was anderes, weil, ne, die haben bis jetzt halt eher so Detektivdinger und so gemacht, ne, und diese Clueboxen und so. Ist jetzt halt das erste echte klassische Brettspiel. Ne? Richtig. Ne? Bin ich sehr gespannt drauf. Zocke ich auf jeden Fall gerne mal. Werden wir machen. Werden wir garantiert hier auch nochmal ein Video zu machen, um euch das noch näher zu bringen, weil das ist ja auch einfach wert mal, wenn ein Verlag ein neues Terrain betritt, sage ich mal, sollte man ja auch mal einen genaueren Blick drauf werfen. Und es war auch tatsächlich ganz gut. Es hat garantiert eine Lernkurve, aber kommen wir in einem anderen Video zu. Okay. So, jetzt müssen wir sagen, jetzt kam Dan zum Spielewochenende. Ja, nö, ich kam ja quasi schon bei Spook Manor und habe eure Endauswertung bewundern dürfen. Aber jetzt. Aber ich kam dann endlich auch mal mit zum Spielen. Richtig. Nämlich haben wir dann entschieden, dass wir Saboteur The Dark Cave von Amigo-Spiele auf den Plan bringen. Wer unsere Videos kennt, weiß, dass wir es theoretisch jetzt reinhalten könnten. Aber nur theoretisch ist nämlich gerade bei Micha. Hier, schönen Gruß, Micha, ne, unser Redakteur von blogspiele.de, der hat es gerade im Zugriff. Ja, Saboteur The Dark Cave, ich habe mir erklären lassen, ist sehr ähnlich zum originalen Saboteur, nur dass quasi die umgekehrte Story ist. Ne? Also beim normalen Saboteur muss man halt in die Höhle rein und Gold schürfen. Und bei Saboteur The Dark Cave ist es halt so, ich will mein Gold versuchen, an den Ausgang zu bringen. Witzig ist übrigens, wenn der Erklärbär, danke Thorsten übrigens fürs Erklären, erzählt es wie Saboteur nur umgekehrt und du erstmal feststellst, du kennst Saboteur gar nicht. Dann hilft aber das natürlich. Er hat es sehr ausführlich absolut, aber ist schon geil, du. Ja, ist wie Saboteur, nur das wir retten, brauchen wir das Gold rausholen. Ja, weißt du, schade. Vielleicht fangen wir vorne an. Ja, also im Endeffekt ist es so, man hat halt verschiedene Karten auf der Hand, das können W-Karten sein, das können Monster sein, ich glaube, das war es, ne, W-Karten, Monster, ne, es gab noch so ein paar Spezialkarten, Ausrüstungskarten und so. So, und ich kann dann, wenn ich dran bin, halt immer eine Karte ausspielen, ne, das ist dann entweder eine W-Karte oder irgendeine Ausrüstungskarte oder ich hexe jemanden Monster auf den Hals. Ja, und im Endeffekt geht es darum, dass mein Team an Zwergen den Ausgang halt zusammenfinden muss und das Gold rausbringen muss. Na, und da versuche ich halt, den anderen möglichst den Weg zu verbauen, den die Monster auf den Hals setzen, etc. pp. Fand ich grundsätzlich ein nettes Spiel, aber kein überragendes Spiel, muss ich sagen. Nee, fand ich auch. Also jedes Team hat natürlich noch einen Verräter eventuell mit drin. Genau. So, das muss man dazu sagen, der dann also offiziell für grün oder gelb läuft, aber tatsächlich eigentlich die Gesinnung des anderen hat. Die können einem dann auch noch in die Suppe spucken, aber ja, ich fand auch diese Interaktion zwischen diesen... Jetzt hatten wir wohl auch das Pech im Anführungszeichen, also mischt halt die Karten... Und random kommen dann halt welche raus, ne? Und wir hatten das Pech wohl, dass sehr, sehr viele W-Karten bei uns im Endeffekt raus waren und wir dafür halt sehr viele Monster und Gegenstandskarten drin hatten. Ist überhaupt niemand rausgekommen, oder? Und das, nee, es kann nämlich auch passieren, dass diese Höhle halt einfach überflutet wird und gar keiner rauskommt. Was auch daran lag, weil die Leute, die gesehen haben, sie haben keine Chance mehr, haben natürlich gesagt, ich bin noch nicht so bescheuert und baue den anderen den Weg zu Ende. Und die anderen, die halt raus hätten können, die haben halt einfach keine W-Karten auf der Hand gehabt und auch keine mehr gezogen und konnten halt den Weg nicht mehr bauen. Das war halt so ein bisschen, naja. Ja, ne? Also es steht und fällt halt auch mit der Kartenhand, die man durch Zufall am Anfang halt irgendwie bekommt. Auf jeden Fall. Ja, war okay. So, also vielleicht muss man einfach nochmal spielen. Spaß gemacht, aber... Vielleicht muss man einfach nochmal spielen, weil ich fand auch, dass die Saboteure irgendwie relativ wenig Handhabe hatten. So könnte man Monster verschieben oder so, aber so richtig... Blockiert hat eigentlich nur, dass keiner rauskam, weil alle die falschen Karten auf der Hand haben. Das war eigentlich die größte Blockade, die passierte. Na gut, müssen wir mal schauen. Ja, Saboteur, sagst du schon gesagt. Dann gab es was zu futtern, ganz okay. Und danach haben wir uns Fun Facts angeguckt. Hatte der Thorsten von den Hausis mitgebracht. Von Repos. Im Repos Verlag erschienen, genau die Neuheit von Repos, auch eine Messe-Neuheit tatsächlich. Und da geht es darum, dass wir versuchen, uns
im Verhältnis zu den anderen in einem gewissen Verhältnis einzuschätzen. Also sprich zum Beispiel, ich fand ein schönes Ding, was wir hatten, ist, man soll sagen, wie unleidlich man wird, wenn man Hunger hat. So, ne? Du wirst zu Diva, wenn du Hunger hast, so kennt man ja. Und von 0 bis 100. Und dann muss man halt auf seine Karte so eine Zahl schreiben. Und wenn man das vorgelesen hat, legt man seine zuerst hin. Das ist auch einfach, weil da braucht man sich nämlich nicht einschätzen. Die anderen müssen sich um sich rum platzieren und müssen dann halt schätzen, wo sie da gelandet sind. Ne? Und im Prinzip ist das ein kooperatives Spiel, weil am Ende zählt nach, ich weiß gar nicht, wie viele Runden, das habe ich mir gar nicht gemerkt, auf jeden Fall eine gewisse Anzahl Runden. 8, meine ich. 8 Runden oder sowas, dann werden gezählt, wie viele Punkte man gemacht hat. Und zwar wird einfach geguckt, ob die Reihenfolge am Ende von diesen Karten, wie die gelegt sind, aufsteigend war. So, und jede, die nicht passt, wird rausgeschmissen und alle anderen zählen. Und dann guckt man halt, wie viele Punkte man macht nach 8 Runden hat. Man gewinnt in dem Sinne nicht, sondern man kriegt... Es gibt halt dann so eine Skala-Wertung, ja. Ne? Wir hatten irgendwie eine durchschnittliche Leistung oder so. Man muss aber auch sagen, wir haben natürlich mit vielen Leuten gespielt, die wir nicht richtig einschätzen können, weil wir, ja klar, natürlich, wir kennen uns vom Sehen her, die meisten zumindest, ne? Wie gesagt, dadurch, dass wir alle oder viele von uns Content-Creator waren, die da waren, kannte man sich halt schon so irgendwie ein bisschen. Aber es war jetzt nicht so, dass man halt mit so einer besonders intensiven Freundestruppe gerade am Spielen ist, die sich halt in- und auswendig kennen. Ne? Es hat aber trotzdem funktioniert. Also ich fand, ja, war geil. Es hat gut funktioniert, obwohl wir halt nicht alles voneinander wussten quasi. Ne? Ich weiß gar nicht, haben hier abgewürfelt, Marco und Jasmin waren gar nicht dabei. Nein, ne? Die kamen, glaube ich, auch später. Ja. Auf jeden Fall also auch an euch nochmal Grüße. Schön, dass ihr da wart. Ja, also wie gesagt, das haben wir gespielt. Die 8 Runden haben wir dann auch durchgezockt und das war ganz lustig. Du kriegst dann so, wie Dan schon sagt, eine Endwertung, die dann entweder vernichtend ist oder ihr seid die Besten oder was auch immer. Und ja, und dann kann man das entweder nochmal machen oder eben lassen. So. Die Besten, ihr habt alles vernichtet. Genau. Ja, dann mussten wir natürlich, wo wir schon mal bei Repos waren. Ja, Moment, lass mich doch mal was sagen. Das ist mein letztes Spiel an dem Abend. Danach musste ich fahren. Ja, dann sagt. Danach haben wir nämlich Repos Just One gespielt. Noch so als Absackerchen. Als Absackerchen ist gut. Da haben wir eigentlich eine ganz ordentliche Runde da noch weggezockt. Ne? Ja, die 13 Karten. Boah, war witzig. Auf jeden Fall super. Aber witzig. Just One kennen wir ja. Just One geht immer. Ja, Just One geht immer. Wie gesagt, war leider mein Absacker an dem Abend, weil dann hatten wir auch schon wieder irgendwie 1.30 Uhr oder so und Bocholt und Wattenscheid ist halt auch jetzt nicht gerade direkt um die Ecke. Nee. Das heißt, ich bin dann noch ein Stündchen nach Hause gefahren und habe am nächsten Morgen um 6.30 Uhr meine Frau zur Arbeit gebracht. Ja, ich nicht. Ich habe dann noch weiter da gesessen und dann hat der Carsten noch einen Kosmos-Titel ausgepackt, nämlich Blindes Huhn. Habe ich noch nie vorher gehört. Kann ich gar nicht. Da geht es im Prinzip darum, ja, natürlich muss man am meisten Punkte haben. Ist so ein bisschen Set-Collection. Man hat so ein Startkapital von verschiedenfarbigen Hühnern. Die haben so verschiedene Wertigkeiten und derjenige, der dran ist, ist quasi so ein bisschen der Auktionator, der zieht 3 Karten, legt die 3 Karten in die Mitte, darf entweder 1 oder 2 davon aufdecken und dann kann man bieten. Der Auktionator kann halt sagen, ich biete 4. Dann sagt der Nächste, ich biete 5, ich biete 6, bis das einmal rum ist. Und der am meisten geboten hat, kriegt dann die Karten und muss dann quasi die Karten, die dafür geboten wurden, abgeben. Ich glaube, so war es ungefähr. Ne, das gibt er dafür aus und muss dann halt gucken, ob er dann einen guten Deal gemacht hat oder eben nicht. So, und da gibt es halt nicht nur Zahlenkarten, sondern da kann man halt auch natürlich das blinde Huhn drunter haben und natürlich das goldene Korn. So, weil ein blindes Huhn findet ja auch ein Korn. Wenn man das als Set hat, ist das super. Dann gibt das 5 Punkte zusätzlich in der Endabrechnung. Die gewonnenen Karten legt man auch verdeckt weg. Blinde Hühner ohne Körner geben aber Minuspunkte am Ende. Das heißt, wenn man sich blinde Hühner eingekauft hat, muss man gucken, dass man auch noch ein paar Körner kriegt. Weil sonst gibt es Minuspunkte. Sehr witziges, kurzweiliges Teil. Haben wir ein paar Runden gespielt und dann war es auch gut. Irgendwie. Sieht aber optisch witzig aus. Ist, glaube ich, aber auch schon 10 Jahre alt, habe ich mal drauf geguckt. Also ist gar nicht so ein neuer Titel. Kann ich aber überhaupt nicht. Habe ich nie von gehört. Hätte ich auch theoretisch noch mitgezockt, weil es witzig aussah. Aber ich habe gesagt, 1.30 Uhr und noch 30 Minuten Spielzeit. Lass mal. Ja, vielleicht besser. Man weiß nicht. Ja, damit war dann irgendwie, dann war es auch schon ziemlich spät. Und dann das war dann auch der Freitag, ehrlicherweise. Ja, und dann, wie gesagt. Ich habe mich Samstagmorgen erstmal ausgeklinkt, wie gesagt. Genau, Blindes Huhn ist auch tatsächlich in der super Überleitung zu dem Hahnschrei am nächsten Morgen. Zu dem ging es hoch. Da habe ich wirklich einen Hahn geschrien? Da hat wirklich einen Hahn geschrien.
Sonntag, aber witzigerweise nicht. Oder ich habe ihn überhört. Ja, weiß nicht, aber Samstag hat auf jeden Fall ein Hein stehen. die hatten auch Hühner da auf dem Hof. Und ja, dann ging es erstmal Brötchen holen, Frühstück und so weiter. Das skippen wir erstmal. Und das erste Spiel, was ich dann spielen durfte, war Clockworker von Asmodee. Was ich ja schon mal mir angeguckt hatte, weil das Cover so Steampunk-mäßig irgendwie aussieht. So ganz cool. Ist aber, ist natürlich auch Steampunk, weil man so Roboter hat, die man so einsetzt, um dann neue Maschinen zu bauen. Und im Endeffekt ist es so ein kleiner Engine-Builder. Ne? Sieht optisch toll aus, ist regeltechnisch relativ einfach. Ne? Man hat immer nur in seinem Zug immer nur eine Aktion. Man hat also einen Ressourcenmangel. Man will eigentlich neue Räume kaufen, die produzieren können. Man will Artefakte kaufen, die einem Boni geben, wenn man bestimmte Aktionen durchführt. Und man will solche, ja, ich weiß gar nicht, wie die hießen, Scheiben kaufen, die am Ende wirklich die dicken Siegpunkte bringen. Aber dafür muss man natürlich erstmal produzieren und so weiter. Und man kann immer entweder was kaufen, entweder man kann oder man muss halt neue Worker setzen, weil die arbeiten und dann gehen die runter, dann machen die nichts mehr. Das heißt, man muss ganz oft Züge nehmen, da kriegt man gar nichts, da muss man einfach nur wieder neue Arbeiter einsetzen, damit die in der nächsten Runde wieder produzieren. Nettes Ding. Ich finde das auch so, ist kein Kennerspiel, ist so Familie Plus so. Also wenn man sich so ein bisschen an Engine-Builder rantrauen will, Regeln hatten wir in 5 Minuten drauf. Das kann man einfach ganz fluffig runterspielen. Halbe Stunde, 45 Minuten war das auch erledigt. Gutes Ding. Tatsächlich. Sah auf jeden Fall vom Cover her witzig aus, ansonsten kann ich halt gar nichts zu sagen. Ja, also ich kann es auch vorher nicht, darum wollte ich es auch mitspielen. Danach haben wir gespielt, das kam tatsächlich von meinem Pile of Shame. Ha. Inside Job, habe ich sogar mal hier. Von Cosmos, ein Stichspiel mit Verrätermechanik. Diese Verrätermechaniken, die verfolgen mich auch durch das ganze Wochenende so ein bisschen. Hier geht es im Prinzip darum, wir haben es zu viert gespielt, wir waren sogar zu fünf am Ende. Das heißt, da spielen 4 Agenten und einer ist eben der Verräter, die kriegen aber verdeckt ihre Rollen. Und dann wird es eigentlich ein ganz normales Stichspiel gespielt. Allerdings wird zu Beginn jedes Stiches ein Auftrag aufgedeckt. So. Und den müssen die Leute, die Agenten, die natürlich nicht der Verräter sind, möglichst erfüllen. Was nicht immer so einfach ist, weil Bedienzwang herrscht, wie in jedem guten Stichspiel. Und wenn man dann nicht bedienen kann und macht irgendwas anderes, dann macht man sich mal direkt verdächtig. So. Und am Ende müssen halt bei je nach Spielerzahl so und so viele Aufträge erfüllt sein, dann gewinnen die Agenten. Wenn es der Verräter schafft, 4 Koffer zu sammeln, am Anfang startet man mit einem Koffer, dann gewinnt der das Spiel. 4 oder 5 Koffer, kommt glaube ich auch auf die Spielerzahl an, weil immer derjenige, der den Stich gewinnt, kriegt einen Koffer. Man kann Koffer allerdings auch noch verwenden, um Karten zu manipulieren, aber das ist on Detail jetzt. Aber im Endeffekt ist das super flott gespielt, haben wir direkt mehrere Runden gezockt und das ist so geil, die Verdächtigung. Du bist Verräter. Ah, du spielst eine Karte, die passt nicht, du bist der Verräter. Und es geht die ganze Zeit so rum. Sehr unterhaltsam, kurzweilig. Machen wir weiter. Na. Ich war noch nicht da. Okay, stimmt. Ja, dann machen wir weiter. Dann hat die Tanja von den Hausies auf den Tisch gebracht The Deadlies oder Deadlies von Yellow im Vertrieb von Hoch. Kannte ich auch nicht. Auch wieder ein Kartenspiel. Da geht es quasi um die 7 Todsünden. Die sind auf diesen Karten abgebildet. Und da geht es einfach darum, 3-mal in dieser Runde seine Hand leer zu spielen. Also die letzte Karte hinzulegen. Und im Prinzip legt man nur Karten ab und die machen dann irgendwas. Die lassen andere Leute Karten ziehen. Aber die meisten haben so Nachteile. Das heißt, wenn ich den Zorn spiele, sage ich, Dan, du musst 2 Karten ziehen. Das Dumme ist nur, wenn er auch einen Zorn auf der Hand hat, zieht er zwar 2 Karten und danach kann er gucken, hat er selber ein. Ja, darf er mir einen entgegenwerfen und sagen, du ziehst wieder 2. Und dann habe ich nichts davon gehabt, zum Beispiel. Da gibt es halt verschiedene Sachen, die können alle was anderes, die 7 Todsünden. Und das geht dann so herum und es geht immer hin und her. Und manchmal hat man die ganze Hand voll, dann hat man noch 2 Karten. Und eine Runde später ist man schon wieder voll mit Karten und so weiter. Also das ist wirklich, geht wirklich flotti. Nettes Artwork. Nettes Spiel, kann ich eigentlich nur sagen. Super witzig. Ja, und die Karte kann was anderes. Das Einzige, der Einstieg ist ein bisschen schwierig, weil da relativ viel Text auf den Karten steht und man muss halt erstmal so ein bisschen begriffen haben, welche Todsünde was macht. Wenn man das irgendwann weiß, dann geht das schneller. Ne? Dann liest man auch nicht mehr die Karten. Also dann vermutet der Gegner auch nicht, was kann der jetzt wieder auf der Hand haben oder so. Oh. The Deadlies von Yellow, erschienen bei Hoch. Ja, war noch eins und danach bin ich tatsächlich schon gekommen, ne? Exakt. Dann hatte der Moritz Schuster, der hatte der Daniel eben schon erwähnt, schöne Grüße, Moritz, Ozeane vom Schwerkraft Verlag dabei. Und das kannte ich nicht und das haben wir uns dann vorgenommen.
weil es ja optisch schon mal ein Kracher ist. Er hatte natürlich auch die Deluxe-Version, was sonst, klar. Ja, und was baut man? Man in Ozeane geht es halt im Prinzip darum, Spezies zu bauen, die sich entwickeln, immer besser werden. Und ich meine, Spezies entwickeln sich immer auf Kosten der anderen Spezies. Das heißt, es ist sehr interaktiv, denn man frisst bei den anderen, man schmorotzt bei den anderen, weil wenn Spezies nicht fressen können, sterben die aus. Und wenn man den anderen das Futter wegschnappt, dann sterben die Spezies der anderen aus. Und das Fressen ist halt wichtig, weil alles, was gefressen ist, werden die Siegpunkte. Ne? Das ist schon hart und konfrontativ. Es ist hart konfrontativ und in der Mitte ist halt dieses Riff mit der Nahrung. Das ist natürlich auch immer verbraucht, dann fehlt die Nahrung da. Die Pflanzenfresser brauchen aber die Nahrung aus dem Riff. Das heißt, man muss irgendwie gucken, dass dann wieder Nahrung reinkommt, damit seine Pflanzenfresser grundsätzlich überleben. Die Prädatoren, also die sich von anderen ernähren, die denen die Nahrung quasi klauen, können aber aus dem Riff keine Nahrung holen. Die müssen halt darauf hoffen, dass die Pflanzenfresser was aus dem Riff holen, damit sie dann bei denen was klauen können. Das ist halt schon irgendwie sehr, sehr cool. Und so entwickeln sich halt da sehr interessante Spezies zusammen, die sich auch schützen können, Verteidigungsmaßnahmen und so weiter. Und das geht dann so lange, bis alle Fische quasi weggefressen sind, wenn man so will. Klingt schon nach einem eigentlich geilen Schwerkrafttitel, ne? Auf jeden Fall. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kannte ich tatsächlich Asche auf meinen Haupt vorher gar nicht. Na. Sieht halt optisch unfassbar cool aus. Ist aber nicht so nett, wie es aussieht, muss man sagen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ist wahrscheinlich auch nicht für einen schmalen Taler so arm. Ja, es sind Schwerkrafttitel, ne? 50, also das, wir reden nicht von der Lux-Version. Ich glaube, sonst bist du auch bei 60 Euro oder so. Aber... Also materialtechnisch kann ich jetzt schwierig sagen, weil ich die Retail-Version, wie man so schön sagt, ja gar nicht kenne. Also die Lux-Version war schon sehr schick und ja, hat mir Spaß gemacht. Ja, und dann kam auch endlich der Den dazu, Samstagnachmittag. Genau. Und Jogi und ich haben uns aber dann direkt erstmal in verschiedene Gruppen verpieselt quasi und haben erstmal unabhängig voneinander gezockt. Was aber auch ganz gut war, weil der Yogi kannte das Spiel, was ich dann als erst gezockt habe, schon. Ich habe mich nämlich an Endless Winter von Frosted Games versucht. Mal reinhalten. Ja, das hat der Yogi ja sogar da. Ja, da ist es. Endless Winter. Ja, habe also Endless Winter mitgezockt, was heißt versucht. Ich habe es eigentlich sogar ganz gut gemeistert. Ich bin nämlich immerhin Zweiter von Vieren geworden. Ja, also es war schon ganz ordentlich. Aber ist natürlich auch ein Brecher, ne? Also so als Einstieg, im Endeffekt hatte Yogi recht, er hat gesagt, ey, wenn du das spielen willst, dann spiel es am besten jetzt, weil, ne, jetzt bist du noch frisch und dann hast du den Brecher halt hinter dir und danach kannst du gucken, was du machst, ob du dann noch einen Brecher spielen willst oder nicht. Und es war nicht die verkehrteste Entscheidung, denn das Dingen hat schon so in der Erstpartie, wir waren alle Neulinge, haben es aber zum Glück erklärt bekommen. Auch sehr gut erklärt bekommen vom Carsten, vom Fossibär. Ne? Schöne Grüße an dich, super Erklärung, dankeschön. Aber wir haben schon so unsere 3 Stunden, würde ich sagen, gezockt. Ja, war lange weg. 2,5-3 Stunden haben wir schon gezockt. Ja, super coole, ineinandergreifende Mechaniken. Es wird von verschiedenen Seiten sehr gehypt. Den Ultra-Hype darum sehe ich noch nicht. Aber es ist ein grundsolides, gutes Spiel. Ja. Ne? Also ich hatte sehr meinen Spaß und es macht das, was es macht, macht es richtig. Das sehe ich auch so. Also, ist jetzt kein Titel, wo ich sage, ne, der muss unbedingt bei mir in der Sammlung sein, jetzt wo er beim Yogi in der Sammlung ist. Weil wenn ich zocken will, habe ich Zugriff drauf. Aber ist auch jetzt nichts, wo ich nicht sagen würde, ne, wenn der Yogi vorschlägt, lass uns endlich Winter zocken, nee, komm, geh weg damit. Sondern im Gegenteil, da würde ich immer sagen, ja klar, lass uns eine Runde zocken. Ich finde es halt cool, weil es halt viele Mechaniken hier zusammenbringt irgendwie und was wir halt festgestellt haben, was ich sehr gut finde an so diesem Spiel ist, dass egal welche Taktik man geht, ja, man trotz alles zum Gewinn führen kann. Ja, also es gibt nicht die Taktik, die besser ist oder sehr viel mehr Punkte bringt als die andere. Ja, das stimmt. Und das finde ich halt immer sehr wichtig. Da haben mich andere Spiele, die Mechaniken vereint, schon mehr enttäuscht, muss ich sagen. So. Aber man muss sagen, es hat eine harte Lernkurve auf jeden Fall. Ne? Hast du schon gemerkt und deswegen kannst du es auch nach der Erstpartie noch nicht so richtig bewerten, finde ich, weil es schon so ist, dass du gerade in der Erstpartie ganz oft vor dem Problem stehst, dass du halt irgendwas nicht bedacht hast und dir fehlt genau diese eine Ressource und damit zerstörst du dir erstmal die nächsten 1-2 Züge mindestens, weil halt erstmal wieder diese Ressource dir erarbeiten musst. Ne? Das ist teilweise gar nicht so einfach. Also das ist schon, ja, das war stimmt. Ganz gut. Ja, geiles Ding. Aber da warst du ja sehr lange mit beschäftigt. Ich weiß gar nicht, was wir so lange gemacht haben die ganze Zeit. Ich glaube, wir haben in der Zwischenzeit die nächsten 3 gespielt.
Ja, ich glaube auch. Also ich habe vor dem Essen noch eine Runde Wirre Worte gespielt. Auch erschienen bei Funbot, hier auch von den Spieleschmied, ich sage mal Spieleschmied, Happy Shops Verlagen. Und da ist nämlich auch der Moritz der Autor und der hat uns Wirre Worte mal gezeigt. Das mussten wir da abbrechen, weil da kam unser Essen. Aber ein sehr lustiges Wort. Findungsspiel, wo man also ein Adjektiv und ein Substantiv immer zusammenbringen muss. Da sind halt zwei Reihen ausgelegt und man zieht, die sind an Zahlen von 1 bis 7 oder 1 bis 10, man kann noch mehr Zahlen freispielen, legen sie angelegt und dann zieht man zwei Zahlen und muss halt ein Adjektiv oder Subjektiv von der einen Zahl und im Gegensatz dazu das andere nehmen. Und man muss dann ein Wort der restlichen Gruppe sagen und die müssen dann herausfinden, welche beiden Worte ich hier markiert habe oder welche, aus welchen beiden Worten quasi mein Tipp geht. Das ist als kooperativ, man spielt das zusammen. Hat man das jetzt irgendwie verstanden, was ich meine? Also irgendwie kompliziert erklärt, ne? Ja, auf jeden Fall ist es ein Wortfindungsspiel, also sehr witziges Ding, kann man super flott spielen, kann man auch einfach mit dran abbrechen, war überhaupt kein Problem, ne? Also ein sehr cooles Ding, müssen wir mal gucken, bei Funbot erschienen, Wirre Worte. Sehr cool. Machen wir das nächste auch noch direkt. Ja, dann nach dem Essen habe ich endlich Premiere gehabt. Ich durfte endlich an einer Runde Feed the Kraken teilnehmen. Sensationell. Habe ich überhaupt noch nicht gespielt gehabt. Ich weiß, überall wurde schon gespielt. Aber das war die Gelegenheit. Wir waren gar nicht so viele, wir waren nur 6 Leute. Jetzt werden wahrscheinlich die ersten Aufschrei kommen. Wie können wir nur zu 6 spielen? Ich muss wirklich sagen, das hat auch mit 6 Leuten, also ich kann nicht sagen, dass es mit 11 mehr Spaß macht, weil, wie gesagt, erst Partie, aber es hat mit 6 Leuten richtig viel Bock gemacht. Es war total immersiv und wenn man das so ein bisschen Rollenspiel mit Rollenspiel unterlegt, wird das richtig geil. Und wir haben wirklich ich habe Hinkebein Thorsten über die Planke gehen lassen als Kapitän und wir sind aufgestanden, haben das letzte Geleit gegeben und so weiter. Also wir haben das schon wirklich gelebt, was da ging. Ja, also hat mir sehr viel Bock gemacht, muss ich sagen. War sehr schön. Regeltechnisch ist ja ein Witz eigentlich, ne? Also wirklich eine coole Sache. Und Feed the Kraken, wurde ja auch schon viel darüber berichtet. Und jetzt kann ich sagen, ich habe es auch mal gespielt. Ja, wir waren in der Zwischenzeit irgendwann mal fertig mit unserem Endless Winter. Und hatten uns aber schon mit Teilen der anderen Gruppe verabredet, am Ende noch ein Spiel oder. Das haben wir wirklich schon als Ende gespielt nachher. Ja. Aber in der Zwischenzeit mussten wir ja dann die Zeit überbrücken, bis Yogi halt die Spiele, die er da so spielte, auch durch hat. Und da haben wir als erstes Onironauts von iGames gespielt. Das hat der Brettspiel-Teddy, also der Olli, angeschleppt. Und ich kannte es gar nicht, sagte mir überhaupt nicht. Ist irgendwie ein ukrainischer Verlag wohl. Mit denen hat er auch in der Vergangenheit vor der ganzen Kriegsgeschichte schon mal was gemacht wohl und war dann sehr erfreut, dass die halt irgendwie auf der Messe wohl auch da waren und auf der Messe dann dieses Onironauts mitgenommen und im Endeffekt ist es so, dass es halt Dixit-Anleihen hat und man hat halt, man spielt kooperativ, hat in der Mitte halt so zwei Tanks liegen als Tableau einfach, wo man so Traumessenz drin hat und im Endeffekt geht es darum, dass man einen Begriff genannt kriegt als Gruppe und dazu passende Begriffe, also passende Bilder, die zu meiner Meinung nach zu diesem Begriff passen, verdeckt in die Mitte legen muss. Und dann müssen alle halt so schnickschnack-schnuckmäßig auf 3 sagen, welches zufällig dazugewürfelte Bild halt nicht in die Reihe passt. Na, also ich muss dann halt, dann liegen dann halt 5 Dinger, wenn wir zu viert spielen, ne? Und ich muss dann halt sagen, auf was mit Zahlen 1 bis 5, so schnickschnack-schnuckmäßig, ne, zum Beispiel die 4, glaube ich, ist halt das, was das Spiel quasi dazu gegeben hat. Das waren dann so Sachen wie eine Liebe als Begriff. Und dann musste ich halt so auf den Bildern gucken, das waren halt so, ja, total abstrakt gezeichnete Comicbilder und so, muss ich halt gucken, was da halt irgendwie zu Liebe passt, meiner Meinung nach, und musste dann halt was hinlegen. Oder ein Begriff war arm. Ich hatte dann halt zum Beispiel ein Bild mit so einem Ritter drauf, der halt seine Lanze im Arm hält und hab das halt hingelegt, ne, weil der irgendwas mit seinem Arm macht. Ja, und ja, wir haben es gemeistert bekommen. Nee, wir haben es gerade nicht gemeistert bekommen, genau. Wir haben einen Punkt zu wenig gemacht und haben es leider gerade so verloren. Ja, war kurzweilig, war schön. Fand ich cool. War überraschend. Ja, nice. Noch was? Ja. Ich habe auch noch 2. Wir haben, Las Vegas von Ravensburger gespielt.
Na, habe ich ja irgendwann zwischendurch schon mal reingehalten, dass ich mir die französische Version besorgt habe, weil ich einfach nicht eingesehen habe, dass ich für so ein Spiel 70 Euro auf dem Sekundärmarkt bezahle. Und man muss sagen, das ist ein total cooles Zwischendurchspiel, Absacker, ne, wo man einfach so ein bisschen um sein Casino-Geld kniffelt und würfelt. Ne. Aber ganz ehrlich, Leute, so geil das ist als Absacker, das ist keine 60, 70 Euro wert. Ne? Also nur um es zu haben, holt es euch nicht für 60, 70 Euro. Guckt, ob ihr das Französische noch irgendwo kriegt. Ne? Wie gesagt, ich habe da irgendwie knapp 20 Euro für bezahlt, habe mir die deutsche Anleitung von Ravensburger runtergeladen. Ja, fertig, funktioniert danke. Super, danke ja. aus, fertig. Ne? Das ist auch blöd. Aber also als Absacker, Opener, Zwischendurchspiel, einfach super geeignet, zockst du in 10, 15 Minuten runter, richtig gut. Ja, jetzt habe ich habe in der Zwischenzeit noch was gespielt und das war echt meine Enttäuschung des Wochenendes. Also, da wäre ich jetzt wahrscheinlich gescholten für, aber ich muss sagen, wir haben... Versau's mir nicht ganz, ich will es auch noch spielen. Wir haben QE gespielt. Und wir waren alle nicht begeistert. Das war jetzt, hast du diese Stille im Raum gemerkt, ja. Diese düstere, dieses... Es ist wirklich schade, also das war mein Downlight quasi, wenn man so will, von dem Wochenende, weil ich hatte ja eigentlich schon viel Gutes davon gehört und dass man ja so als Konzern oder als Land oder was man da darstellt, auf so verschiedene Technologien und Märkte bietet, die man so haben will, um Siegpunkte zu machen, ne? Und man hat ja so viel Geld, wie man will, ne? So, ne? Man kann ja ausgeben, was man will, nur am Ende muss man halt aufpassen, dass man nicht derjenige war, der am meisten ausgegeben hat, damit man nicht aus dem Spiel ausscheidet in der Endwertung, ja. Finde ich eigentlich ganz cool. Aber das war so emotionslos. Das war so, man deckt es auf, also dann schreibt der Auktionator schon offen einen Betrag hin, den er dafür bieten würde. Und das gibt schon irgendwie die Richtung vor, wohin das geht. Ich fand das gar nicht so offen, was da so geboten wird. Da reißt eigentlich auch keiner wirklich von aus. Das fand ich... Es wurde zwar im Laufe der Zeit alles ein bisschen teurer, klar, weil man natürlich festgestellt hat, okay, das braucht jetzt irgendwer ganz dringend, dann kann man natürlich mehr den Leuten aus der Tasche ziehen, sag ich mal. Aber ja, irgendwie, als wir fertig waren, haben wir uns angeguckt und gesagt, ja, und jetzt? Also leider. Ich bin gespannt, wie meine Spielerfahrung sein wird. Leider, ne? Also ich würde es vielleicht auch nochmal, mitspielen, einfach um zu gucken, ob das wirklich so lame war an der Stelle. Aber das ist... Ich hätte es auch nicht gedacht. Also, aber vielleicht war die Gruppe einfach auch nicht die richtige. Also nichts gegen alle Leute. Wollten das alle spielen, aber irgendwie, nee, hat nicht gezündet. Keine Ahnung. Ja, schade. Ja, dann war Yogi immer noch beschäftigt mit einem Titel, den er gleich erzählen wird. Also Correct. Mussten wir auch nochmal bis zum finalen Titel für den Abend warten und haben uns die Zeit überbrückt mit Three Little Wolves von Taiwan Board Games. Das war ja so mein kleiner geheimer Messepick, ne, wo die kleinen, armen, unterdrückten Wölfe sich mittlerweile gegen das Big Bad Pig durchsetzen müssen. Ja, und was soll ich sagen? Die Regeln sind leider aus der Hölle. Also wirklich aus der Hölle. Sie sind so uneindeutig und so schlecht. Es ist leider so, dass man bei den englischen Regeln liest und nicht weiß, wie genau die Wertung funktioniert. Weil man schickt halt seine Wölfe, seine Wölfe zwischendurch in irgendein Haus. Das muss nicht das eigene sein, sondern auch eins von jemand anderem gebautes. Ne, beziehungsweise steht sogar, schickt deinen Wolf halt in das Haus von jemand anderem. Sondern am Ende steht dann da bei der Auswertung, ne, werte die Häuser aus. Es gibt die Punkte für die Wölfe dazu. Das steht aber jetzt nicht. Krieg ich, der das Haus gebaut hat, meine Punkte fürs größte Haus plus für den Wolf, der bei mir eingezogen ist? Oder kriegt derjenige, der dieses Haus okkupiert hat, quasi die Punkte? Das steht da einfach nicht. Das steht einfach nur... Tja, also ich bin nur zweimal an euch vorbeigelaufen und ich habe dich immer in der Anleitung lesen sehen in der Zeit. Also die Anleitung war leider aus der Hölle. Ansonsten, also wenn man sich danach dann verständigt hat, wie das genau funktioniert und wie die Wertung ist und so, ist das ein super kurzweiliges Kartenspiel. Also das ist total witzig, ne? Ja, aber wenn die alle, ja gut, egal, wenn es einmal läuft, dann läuft's, ne? Aber so. Leider Anleitung, wie gesagt, Schrott. So, was haben wir noch gemacht, bevor es dann quasi schon fast zu Ende war? Wir haben noch ein Turnier ausgerufen. Und zwar haben wir Challengers gezockt. Das habe ich mich hier. Wir haben mit 6 Leuten eine Runde Challengers gezockelt und kannte noch keiner. Ich kannte das schon, von dem Messe hat das getestet. Ich finde das ja mega witzig, ja. Es ist quasi so, es ist dieses Autobettler, wie es genannt wird. Ne? Man startet mit so einem
kleinen Deck, das ist bei jedem gleich. Dann darf man am Anfang schon zwei Karten austauschen oder zutun, je nachdem. Und dann geht's los. Jeder hat einen Turnierplan, an welchem Tisch er sitzt. Also werden so kleine Matten ausgerollt und dann ist das auch so ein bisschen Plätzchen wechselig in der Zeit. Und was macht man? Man mischt sein Deck und dann wird quasi nur von oben immer runtergezogen, ne, was seine Leute dann machen. Ne? Ist eigentlich eine Zahl, die höhere Zahl schlägt die kleinere Zahl. Also ein bisschen Capture the Flag. Der eine hat die Flagge, der hat eine Dreier-Feeder liegen. Jetzt ziehe ich einen Vierer auf, dann ist der Dreier besiegt, geht dann auf die Ersatzbank und mein Vierer übernimmt die Flagge. Dann zieht er wieder auf, greift an, bis er halt vier oder mehr Power auf dem Tisch hat, nimmt mir wieder die Flagge weg. Meine Leute gehen auf die Ersatzbank. Da spielt man gar nicht so viel. Das Spiel ist tatsächlich eher, wie ich mein Deck baue. Ja, welche Karten haue ich raus, welche kommen rein und so weiter. Und ich sage, man kann da schon sehr klar beeinflussen, wie mein Deck am Ende läuft und wie gut das ist. Natürlich ist immer ein bisschen Zufall drin, man weiß ja nie, in welche Reihenfolge die Karten kommen. Ne? Man verliert halt, wenn man die gegnerische Karte nicht mehr besiegen kann mit seinen restlichen Karten oder wenn die Ersatzbank voll ist und man einen weiteren in die Ersatzbank legen müsste an der Seite. Da hat man 6 Slots, geht der 7. rein, verliert man auch. Das war ein reines One-on-One immer, oder? One-on-One ist immer One-on-One, aber jedes Spiel dauert halt 3 Minuten, ne? Und dann wird wieder gewechselt. Witzig. Ja? Und das geht dann so hin und her, 7 Runden. Und dann rotiert dann so im Rondell durch? Also nee, ganz quer, also querbeet. Nach Turnierplan. Jeder hat einen eigenen Turnierplan. Okay. Und dann nach 7 Runden, also jeder, der eine Runde gewinnt, kriegt so einen Pokal, so eine Trophy. Und da stehen dann so Fans hinten drauf, Siegpunkte-Fans. Und die beiden, die meisten Fans gesammelt haben in den 7 Runden, die spielen das große Finale. Da könnt ihr alle drum rumstellen und ihren Favoriten anfeuern. Und dann geht es dann noch um den Turniersieg. Witzig. Ja? So. Und es ist genau das passiert, was ich vermutet hatte, dass das sehr kontrovers gesehen wird. Die einen sagen, das ist kein Spiel, da kann ich nichts mit anfangen. Was mache ich denn da? Da lege ich nur, decke ich nur Karten auf. Da kann ich auch ein Skatspiel nehmen. Zerschlägt die andere. So ist es. Ich sehe es völlig anders. Die andere Hälfte sagt, mega cool. Muss man mal gucken, welche Karten nimmt man. Man kann, es gibt auch Karten, die manipulieren. Also, der kann sich die obersten drei Karten angucken, nach oben, unten legen und so weiter. Da ist schon was möglich. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen Lernkurve drin. Umso öfter man spielt, desto besser wird das. Klingt witzig. Ja, ich meine, klar, sind wir ehrlich, das Cover, naja, ist Geschmackssache, ne? Trifft irgendwie nicht so das Spiel. Du musst das einfach anders sehen. Ich habe hier meine 5er Quietsche-Ente, was tust du dagegen? Ja, ich komme meinem 7er Dinosaurier, Böhm, Ente weg und so weiter. So muss man spielen. Naja, Challengers auf jeden Fall, war eine coole Sache. 6er Turnier dauert so 45 Minuten ungefähr, es dauert immer 45 Minuten, weil es werden immer 7 Matches gespielt. Ob man da zu 2 spielt oder zu 8 spielt, ist völlig egal. 7 Matches werden gespielt. Ja, und dann haben wir das letzte Spiel für den Abend gespielt, für den Samstagabend. Es war auch schon 1 Uhr oder so, als wir angefangen haben zu zocken. Gut, war ja Zeitumstellung mit drin, also alles gut. Ja, aber wir haben dann Monster Slaughter von Boardgamebox gespielt. Vom Thema her super witzig, ne? Jeder spielt halt eine verschiedene Monster, Schrägstrich, Psychopathen, Killer, was auch immer, Familie aus Vater, Mutter, Kind, die halt auf eine einsame Hütte quasi zustürmen, und die ist gar nicht so einsam, das ist nämlich so eine Waldhütte, wie man die typisch aus so Horrorfilmen kennt, wo sich halt gerade so eine Teenagerbande von 6 Teenagern das Leben lustig macht und Party feiert. Wer kennt das denn nicht, ne? Wenn ihr Bock auf eine Party habt, dann fährt man immer in die verlassene Hütte im Wald, wo nichts außer Psychopathen, skurrilen Gestalten rumlaufen, ne? so richtig so. Da fährt man hin, um Party zu machen. Ne? Der einzige Unterschied hier, in dieser Hütte gibt es keinen ersten Stock, wo die hinlaufen können im Horrorfilm, wo man ja auch ja nicht mehr kommt. Ja, in dem Wohnspiel nicht, in dem Dings. Der Thorsten sagt ja hinterher, also im Basement und so gibt es schon noch, ne, wo die runterlaufen können. Ja, so, runter, aber ja. In Horrorfilmen laufen die immer nach oben. Ja, eigentlich. Da kannst du überhaupt nicht hinkommen. Es fehlt der erste Stock, aber es gibt auf jeden Fall wohl auch die Hütte, also hier die Gartenlaube, ja, die gibt es wohl, ja. Ja, grundsätzlich vom Thema her cool. Wir haben es halt vielleicht ein bisschen falsch gespielt, weil wir uns halt einfach von Anfang an nicht das Dreckige unter den Fingernagel gegönnt haben. Denn das ist nicht falsch gespielt, das ist scheiße gespielt. Ja. Also es ist halt so, wir haben uns alle nicht das Dreckige unter den Fingernagel gegönnt und das führt halt dann zu Situationen wie, also man muss halt diese Teenager erstmal finden, wenn die gefunden sind, muss man halt versuchen, die zu verdreschen. So, und ich habe halt in guter Munchkin-Manier halt die Möglichkeit zu sagen, du verdrischst den jetzt nicht, weil der kriegt jetzt erstmal hier einen Kanister mit Benzin in die Hand und schmeißt dir die Molotow-Cocktails entgegen.
So, ja. Das kann man sich für später aufheben, damit man in entscheidenden Situationen den Angriff abschwächt und verhindert. Oder man kann natürlich einfach mal von Anfang an, so wie wir das gemacht haben, gib ihm, was geht, und du kannst alles raus. Und dann hat das Spiel einfach so überhaupt keinen Progress. Dann ist es halt so, ja, ich greife den an, ja, machst du, aber du kriegst erstmal selber so einen vom Koffer, dass du die Hütte verlässt. Das war richtig geil. Und dann der nächste, ja, ich greife den an, nee, machst du nicht, du gehst zwei Räume weiter. Das war richtig gut, das heißt, das Spiel ging überhaupt nicht voran, wir haben hier fünf Runden gar nichts getan, wir haben nicht einen Teenager getötet, aber dann passierte Folgendes, dann hatte keiner mehr Handkarten und auf einmal ging es zack, 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 ja, zack, zack, und innerhalb von zwei Runden waren alle Teenager tot. Und das war dann auch wieder frustrierend, weil du hast dann immer den Teenager gefunden und dann war es ja erstmal nicht mehr dran und die restlichen drei, vier Leute, die dran waren, haben den in der Zwischenzeit halt weggemotscht. Ja, ne? So war das. Also, falsch gespielt. Schlecht gespielt. Ja. Ganz einfach falsch gespielt. Naja, gut. Aber sonst optisch ein Kracher, ne, muss man einfach sagen. Und ich glaube, wenn man das im Nachgang betrachtet, ist die Lernkurve ja schon bei uns eingetreten, wie man sieht. Vielleicht muss man es vielleicht ein bisschen anders angehen. Aber dann war es drei, dann war es wieder zwei, dann war es wieder drei und dann waren wir im Bett. Ja, und dann war Sonntag und dann haben wir erstmal aufgeräumt und haben dann festgestellt, die Eigentümer von dieser Hütte, von dem Bauernhof, lassen uns noch ein bisschen zocken. Also, was haben wir gemacht? Wir haben nochmal so ein ganz kleines Abschiedsspiel gespielt. Allerdings. Fortune and Glory, The Cliffhanger Game von Flying Frog Productions gespielt. Hier wird man ja quasi fast schon aus dem Bit gedrängt. Von ja, hat der Dan mitgebracht. Ist ja so seine kleine Perle, die er jetzt endlich hat. Kleine Perle. Ja, wir wollten so circa zwei Stunden spielen. Wir haben es, glaube ich, so circa dreieinhalb gespielt oder so. Ja, genau. Ja, was soll man sagen? Es ist halt wirklich Indiana Jones als Brettspiel, aber ohne Indiana Jones Lizenz. Ja, also der reinste Ameritrash-Kram, ja. Du hast Ereignisse an jedem Ort, ob du in der Stadt bist oder in der Landschaft bist, siehst halt ein anderes Ereignis. Dann bekämpfst du Gegner. Wir haben hier gegen Nazis gekämpft, aber das hätten auch irgendwelche Kultisten oder so sein können. Ich glaube, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ne? Ja. Ja, also die kommen ja trotzdem vor. Ne? Nur man hat halt eine Hauptorganisation, gegen die man spielt. Ja. Und in den Gegnerkarten kann dann auch trotzdem mal sein, dass halt so ein Kultist oder so auf der Matte steht. Ja. Ich kann nur sagen, voll mein Ding. Ich kann es ja nicht würfeln, aber es ist voll mein Ding. Charakter nehmen, ausrüsten, Ausrüstung kaufen, besser würfeln, über eine Landkarte laufen, Ereigniskarten ziehen. Dankeschön. Und wir haben den Nazis ein Schnippchen geschlagen. Und das haben wir auch noch. Auch wenn sie zwar fast die ganze Welt erobert hatten mit ihren Truppen. Ohne Artefakte machen. Aber wir haben die Artefakte gehabt. So sieht's aus. Also schon ein geiles Ding so, ne? Ich meine, klar, Erstpartie war ja für mich jetzt zumindest die Erstpartie und für. Ja, ich muss da auch noch viel nachlesen, weil ich zock's halt, hab's bis jetzt immer einmal im Jahr so um Silvester rum beim Kumpel gezockt, deswegen bin ich total geflasht von dem Spiel. Dann, wenn man halt selber nicht das aus dem FF kennt, muss man zwischendurch halt schon immer nochmal in den Regeln nachblättern. Ja. Ne? Ja, aber jetzt, wenn man einmal drin ist, glaube ich, geht das auch deutlich schneller wieder von der Hand. Auf jeden Fall. Ja, dann muss man wirklich mal sagen, war auch Heimreise angesagt. Jo. 17 Spiele später bei mir. und ich muss sagen, es war wirklich ein hammermäßiges Wochenende. Es waren wirklich super nette Leute da. Ne? Also schöne Grüße nochmal an alle, die da teilgenommen haben. Also bei mir waren es 9 Spiele. Ja, aber das war auch für die Zeit, die du da warst, schon eine Menge. Vor allen Dingen, weil ja auch, man darf ja nicht vergessen, dass Endless Winter einfach auch 4 Stunden an dem Samstag weggenommen hat und so. Ne? Dafür war es noch eine Menge. Und ich muss sagen, ich würde es wieder tun. Ja. Ich fand es auch mega geil. Ich muss sagen, ein Spielewochenende so in der Form habe ich auch vorher noch nie gemacht. Ich habe viel gespielt am Wochenende. Aber so von morgens am Frühstück, zack, hinsetzen, was zocken und dann bis abends durch, nochmal Abendessen und wieder zocken und so weiter. Das ist schon, also am Sonntag hatte ich so ein Brainfuck so. Ne? Also da hatte ich auch keine Lust mehr, nicht mehr abends ein Buch zu lesen oder so. Das war einfach nicht drin. Das will man dann einfach nicht mehr, weil man irgendwie einfach genug hatte. Aber ist einfach geil. Kann ich nicht anders sagen. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Und wenn ihr noch nicht Abonnent seid, lasst gerne ein Abo da. Genau. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Halten wir es jetzt kurz an dieser Stelle. Macht's gut. Haut rein. Ciao.